Hier ist es, ne? Frau Fink? Ja? Fröschl ist mein Name. Grüß Gott. Wir haben heute schon telefoniert miteinander. Ja, das ist nur mein Kollege, Herr Kettrich. Grüß Gott. Da waren Sie aber schnell. Gerade wollte ich nämlich noch was besorgen. Ich habe nichts zum Anbieten da. Höchstens Bier und gar nicht kalt. Macht nichts, trinken wir es warm. Ja, ja, sollten wir vielleicht besser reingehen. Ja. Ja, genau. Sie können sich ja gar nicht vorstellen, wie mir zumute war, wie ich das gelesen habe. Furchtbar. Nur gut, dass mein Mann das nicht mehr erleben musste. Ja. Und wenn ich mir vorstelle, der macht ernst. Also nein, nein. Nanu, keine Bange, Frau Fink, wir werden Ihnen schon helfen. Ja. Da, da ist die Zeitung. Zuerst habe ich auch gar nicht gewusst, was das bedeuten soll, wie ich dann draufgekommen bin. Man muss es nur in der richtigen Reihenfolge lesen. Dann stimmt's. Ja, hier. Zahlen Sie 5000 D-Mark, sonst jage ich Ihr Häuschen in die Luft. Herr David, zahlen Sie 5000 D-Mark, sonst jage ich Ihr Häuschen in die Luft. Ja. Sogar das Komma ist unterstrichen. Aber daraus geht nicht hervor, dass Sie das Geld um 5 im Park hinterlegen sollten. Das stimmt. Oder ist da noch was? Nein, nein, nein. Das hat er mir ja erst hinterher am Telefon gesagt, wo ich das Geld hinlegen also soll. Telefon. Und ganz genau wann, ja, am Telefon. Ach so, dann haben Sie einen Anruf gekriegt. Ja, ja, ein Mann war's. Gleich nachdem ich die Zeitung im Briefkasten gefunden habe. Warum haben Sie es nicht erwähnt? Ich hab's vergessen, die Aufregung, nicht? Ja, ja, sicher. Frau Fink, haben Sie eine Ahnung, wer dahinter stecken könnte? Ich? Also, überhaupt nicht. Ich kenne ja niemanden hier. Seitdem die da die Häuser gebaut haben, sind ja alle weggezogen und die anderen sind gestorben, die Alten. Ich kenne niemanden. Hm. Und Verwandte haben Sie auch keine mehr? Nein, niemanden. Ja, nur den Heribert. Den Heribert Flickinger, den Sohn von meiner verstorbenen Nichte. Ja, der kommt aber immer nur, wenn er Geld braucht. Vorige Woche war er noch da, aber ich habe ihm nichts gegeben. Aha, da wollte er Geld von Ihnen, der Herbert. Heribert, mit I. Mit I. Heribert Flickinger. Ja, dass er ein bisschen beweglicher ist, braucht er, sagt er. 3000 Mark fürs Geschäft. Der ist nämlich Kellner in der Goldenen Gams, da in dem Lokal da, hinterm Hauptbahnhof, mhm. Da, wo früher das Café war. Mhm. Aber kommen Sie doch rein. Ich gehe mal vor, ja? Bitte, bitte, bitte. Ja. Jetzt träumt er da doch schon wieder rum. Das ist doch fürs Rote Kreuz, dem helfe ich gleich. Jetzt lass uns doch den Lausbaum, das ist jetzt gar nicht wichtig. Sie haben gesagt, vorige Woche war das, wie der Heribert, sitzen Sie da doch her, wie der Flickinger da, naja, ihr Neffe halt, wie der da war, nicht? Ja. Und heute haben Sie die Zeitung im Briefkasten gefunden. Ja. Mhm. Ja, aber der war's nicht. Die Stimme von dem hätte ich doch sofort am Telefon erkannt. Vielleicht hat er einen Komplizen gehabt. Nein, nein, bestimmt nicht. Ist auch gar kein schlechter Mensch, der Heribert. Nur neulich, wie ich ihn da besucht habe in der Goldenen Gams, da war er direkt bös und ekelhaft. Okay. Ich habe mich richtig über ihn geärgert und darum habe ich ihm auch nichts gegeben. Verstehen Sie, Frau Fink, wir müssen jeder Spur nachgehen. Und das ist eine Spur und gar keine schlechte. Hm. Ach, sowas. Jetzt habe ich doch gerade Ihr Bier vergessen, aber ich hol's gleich. Na, lassen Sie es doch, schauen Sie, uns pressiert. Wir dürfen keine Zeit verlieren, Frau Fink. Glaubst mir's doch. Ja, sicherlich, ja. Aber dann gehe ich jetzt auch gleich auf die Bank und hol das Geld. Nein, nein, lassen Sie, das erledigen wir schon. Frau Fink, Sie müssen sich jetzt bitte ganz strikt an unsere Anweisungen halten. Und kein Wort, dass Sie die Polizei eingeschaltet haben, ist es klar? In so einem Fall muss man mit äußerster Diskretion vorgehen. Hm? Ja, natürlich. Unbedingt. Das ist jetzt schon ein sehr guter, der wird viel verlangt. Der kostet 13,95. Ja, den nehme ich. Okay. Das wär's denn. Jawohl, mach 26,80 Mark. Ja. Kriegst du am Sofa, Fink? Na ja, dass ich eventuell was zum Anbieten habe für die Herren von der Polizei. Ja, Frau Fink!
Was haben Sie denn mit der Polizei zu tun? Sie glauben ja gar nicht, was mir passiert ist. Aber Sie dürfen niemandem was davon sagen. Na, na, Sie können sich verlassen. Ich schweig wie ein Grab. Na. Geht's für Arzt? Ja. Na, Herr Frey? Das kannst du lassen. Das kannst du lassen. Den kannst du auch noch. Ja, den kannst du noch. Das ist nichts Besonderes eigentlich, ne? Ja, alle ran. Ist gut. Fröschl ist mein Name. Polizeiversicherung. Ich hätte gerne an Herrn Flickinger gesprochen. Ja, er ist im Moment nicht da, kommt aber gleich. Ah, ja. Ja, da ist er schon. Also, los geht's. Der will was von dir. Ja, Fröschl ist mein Name. Ich vertrete die Polizeiversicherung. Kenne ich nicht. Machst du mir ein Bier? Ja. Ja, darum bin ich ja da, damit Sie sie kennenlernen. Wir hätten nämlich zurzeit einen besonders günstigen Rabatt anzubieten für eine Lebensversicherung. Kein Interesse an Lebensversicherung. Das wäre ja nicht schlecht. Als Kapitalsanlage, ne? Ja, ja, das ist für alles gut. Und je höher die Raten sind, desto mehr kommt dabei raus. Unter uns, was verdienen Sie denn so im Monat da? Ungefähr. Da könnte man ein genaues Bild machen. Hast du gehört? Er will wissen, wie viel ich verdiene. Bestimmt mehr als Sie. Ja, das glaube ich Ihnen sofort. Vielleicht wechsle ich doch noch meinen Beruf und werde Kellner, gell? Das denkt man eigentlich gar nicht, dass hier so viel verdient ist. Was? Was soll denn das alles? Ja, wir haben natürlich auch noch andere Versicherungen. Alles, was Sie wollen. Kfz, Hausrat, Unfall, alles haben wir. So, ja? Alles. Mhm. Schauen Sie mal, was da ist. Die Tür. Ah ja, und ich soll jetzt da hinausgehen, meinen Sie? Genau. Ja, gut, wenn Sie es wünschen, dann gehe ich jetzt, Herr Flickinger. Aber es kann sehr leicht sein, dass ich wiederkomme, denn wen ich mir mal in den Kopf gesetzt habe, lasse ich so schnell nicht mehr aus. Servus. Das war ein Vogel, ne? Also, du kannst sagen, was du magst. Der Flickinger lebt eindeutig über seine Verhältnisse, das habe ich festgestellt. Er wollte von seiner Tante Geld leihen, die hat ihm natürlich keins gegeben. Und jetzt zahlt er sie heim. Ja, trotzdem. An der ganzen Sache stimmt irgendwas nicht. Was denn? Die Gegend ist doch viel zu leicht zu observieren. Oder der ist saublöd. Sei doch froh. Na, Telefon. Hm? Magst du nicht? Nach dir. Ja, Fröschl? Sauber. Ich hab mir schon sowas gedacht. Danke. Na? Der Flickinger ist nicht in der Goldenen Gams und in seiner Wohnung ist er auch nicht. Das ist vielleicht ein Zufall. Viertel vor fünf. Also, ich schick Sie jetzt los. Ja. Hallo Bertram, hier ist Kettwig. Hören Sie mich? Ende. Ich höre. Ende. Aktion startet. Ende. Verstanden. Nun? Ich weiß gar nicht, was die für Kipf haben. Servus. Servus. Fink, mei, da sind sie. Ich bin schon was gewesen, ich bin so aufgeregt. Ich will doch das Geld jetzt erst hinlegen. Gehen Sie schnell weiter, es fällt sonst auf. Ja, ja, ich gehe ja schon, wenn Ihnen nur nichts passiert, Frau nein, Fink. Nein, nein, der Herr ist doch bei mir. Ach, grüß Gott, ja. Ich gehe dann dran über, da störe ich niemand. Alles Gute, Frau Fink. Geht schon. Grüß Gott. Hier, Bertram. Frau Fink hat offensichtlich jemanden informiert. Eine Passantin weiß Bescheid über die Aktion. Ende. Verstanden. Augen offen halten und weiter observieren. Ende. Konservieren? Was soll denn das? Weiter observieren. Ende. Ach so. Ja, ja. Verstanden. Ende. Her. Also, na, gib doch schon mal her. Vielleicht ist es der auf der Brücke.
Okay, gehen Sie mal runter, hier stören Sie jetzt. Du nichts verstehen. Du weggehen. Hier wird vielleicht geschossen. Passen Sie auf. Kriminalpolizei, was wollen denn Sie hier? Ach so, Sie sind der Zuschauen-Wollwehr. Wie geschnappt wird, der Erpresser. Sie verschwinden jetzt augenblicklich. Sie stören doch die ganze Aktion. Geh mal, komm, zu einem, geh mal. Also, komm. Du musst natürlich auch hier sein. Mach, dass du weiterkommst. Du hast dir nichts verloren. Sie haben ja gar nichts zu sagen. Ich kann ja zuschauen wie jeder andere auch. Du, dir helf ich gleich. Ja, hat denn der einen Vollhammer? So was hat doch die Welt noch nicht gesehen. Herr Fröschel, ich hätte Sie beinahe gar nicht erkannt. Ich hab's Geld hingelegt. Was soll ich jetzt machen? Gar nichts machen wir jetzt. Gar nichts. Jetzt gehen wir schön heim und legen uns ins Bettele, gell? Sonst gar nichts. Ich weiß nicht. Schon der Ort, wo das Geld deponiert werden sollte, lässt doch viel eher auf einen Nachbarn als Täter schließen. Du meinst einen, der die Gegend gut kennt? Ja, natürlich. Deswegen knüpfen wir den Burschen ja vor. Kommen Sie rein. Ah, da ist er ja schon. Setzen Sie sich, ja. Danke, Pedro. Tag, Herr Versicherungsvertreter. Freilich. Polizia. Jetzt sagen Sie mal, wo waren denn Sie gestern Abend? So ab 18 Uhr? Ich möchte mit meinem Anwalt sprechen. Hast du das gehört? Wenn wir Sie festnehmen, dann haben Sie Anspruch auf einen Rechtsanwalt. Aber so weit sind wir leider noch nicht. Also? Hedwig? Ja, was gibt's denn da zu überlegen? So lange ist doch die Sache noch gar nicht her. Also um 6 bin ich aus der Goldenen Gans weg. Zu meiner Freundin. Ja, ist es dringend. Da war ich so wegen 19:30. Ist gut, ja. Da bin ich auch geblieben. Ja, ist gut. Danke. Danke. Das Übliche also. Wozu die Freundinnen alles herhalten müssen. Ich geh mal runter ins Archiv, da ist irgendwas los. Alles gut. Ja, die Freundin kann doch sicher ihr Alibi bestätigen, nicht? Natürlich. Natürlich. Name und Adresse? Yvonne Färberböck, Florianstraße 10. Florian 10, ja. Bertram, nehmen Sie ihn bitte mit. Ja. Hä? Ja, bevor wir Ihr hervorragendes Alibi nicht überprüft haben, müssen Sie halt noch unser Gast bleiben, nicht? Kommen Sie. Ja, Herr Kettwig, Sie nützen mir leider gar nichts. Sie waren ja damals noch nicht bei uns. Der Fröschel muss her. Ja. Geh, Frau Händler, sind Sie doch so gut und rufen Sie rauf, der Fröschel soll runterkommen. Moment. Geh, halten Sie mal. Ja. Was, 1959? Was wollen Sie mit dem alten Kram? Ja, damals hat es ja angefangen bei mir. Ah. Und ich brauch's doch für meine Memoiren. Da meldet sich niemand, Herr Wanninger. Was? Da sitzt der auf die Ohren. Probieren Sie es noch mal. Moment, Sie schreiben jetzt schon Ihre Memoiren? Ja, ich habe ja sonst nichts zu tun. Ach, Sie glücklicher. Bei uns geht's ganz schön rund. Ja, Freilich. Da geht niemand hin. Dann kann man nichts machen. Ich danke schön. Bitte schön. Ist es was Interessantes? Ja, ja. Ein Fall von Erpressung. Na. Ja, und der Fröschel meint, der Neffe wäre der Täter. Na ja, wenn er das meint, dann wird's schon stimmen. Nee, nee, das glaube ich eben ganz bestimmt nicht. So. Hallo? Fröschel, Kriminalpolizei. Sind Sie Yvonne Färberböck? Immer. Ja, ich hätte ein paar Fragen an Sie. Ja, kommen Sie rein. Es plaudert sich so schlecht an der Tür. Ja, Fröschel, was für ein interessanter Name. Ich frühstücke gerade. Möchten Sie auch was trinken? Nein, danke. Ja, sagen Sie mal, was haben Sie gestern so ab 6:30 gemacht? Gestern? Gestern Abend, ja. Gestern Abend, ab 6:30. Ach ja, ich glaube, da ist gerade der Heribert gekommen, der Flicky. Wollen Sie genau wissen, was ich gemacht habe? Nun, keine Einzelheiten, ich bin erwachsen. Sie haben also gestern Abend Besuch gehabt? Ja, der Flicky ist sehr nett. Ja, das glaube ich. Sie sagen aus, der Heribert Flickinger war gestern bei Ihnen. Mhm. Sie wissen schon, was Ihnen bei einer Falschaussage blüht. Ja, natürlich. Deshalb sage ich auch immer die Wahrheit. Und wenn mir einer gefällt, dann sage ich's auch, Herr Fröschel.
Und der ist für mich? Freilich, Frau Fink. Eine kleine Aufmerksamkeit vom Seniorenverein Sonnenschein. Ach, das ist aber schön. Die muss ich gleich ins Wasser stellen. Und ich brauche wirklich nichts zu zahlen. Aber woher denn? Wissen Sie, wir kümmern uns ein bisschen um die älteren Leute und heute, da hat sie getroffen. Ach, wie schön. Ja, dann kommen Sie doch rein. Danke. Möchten Sie vielleicht einen Likör? Ah, Sie trinken lieber ein Bier. Ja, sehen wir mir das an. So. War das Ihr Mann? Ja, mein Alfons. Vor 5 Jahren ist er gestorben, Nieren. Das war schlimm. Zum Schluss hat er nicht einen Tropfen Bier mehr trinken dürfen. Was? Ja, um Himmels Willen, an sowas mag ich gar nicht denken. Dankeschön, Frau Fink. Prost. Prost. Oh. Schmeckt's? Sehr. Nicht zu kalt? Nein, nein. Auch nicht zu warm? Woher? Gerade recht ist. So hat's mein Alfons auch immer mögen. Ja. Frau Fink, dann sind Sie also ganz allein hier. Kinder haben Sie auch keine? Nein, leider. Ja, damit Sie wissen, warum ich überhaupt hier bin. Wir von unserem Verein, wir schauen so ein bisschen nach den älteren Leuten, gell? Was sie für Sorgen haben, wie es ihnen geht und so. Na? Wo drückt eigentlich Sie der Schuh, Frau Fink? Ach, überall. Aber das Schlimmste ist doch, dass ich den ganzen Tag über keine Ansprache habe. Ja, ja, das verstehe ich gut. Da gibt's viele, die haben Angst, weil heutzutage so viel passiert. Ja, das auch, aber... Trotzdem, den ganzen Tag über niemanden haben zum Sprechen, also da macht sich keiner einen Begriff, wie das ist. Ja, ich denke oft, was muss denn eigentlich noch passieren, damit sich einmal jemand um uns kümmert? Wahr gesprochen, Herr Wanninger. Da kommt man auf die verrücktesten Ideen. Mhm. Nein, nein, danke schön, Frau Fink. Ich muss jetzt leider gehen. Aber ich werde mich mit meinen Kollegen unterhalten, was man in Ihrer Situation machen könnte. Ich komme dann wieder vorbei, gell? Ja, gern. Aber Sie wissen ja, immer wenn du meinst, es geht nicht mehr, kommt von irgendwo ein Lichtlein her. Ja, das steht. Ja, eben drum. Auf Wiedersehen, Frau Wiedersehen, Link. Herr Wanninger. Nein, nein, gehen Sie ruhig zum Telefon, ich bin schon allein raus. Ja, auf Wiedersehen. Wiedersehen. Rosalie Fink? Was? Rosalie Fink? Wenn Sie wollen, dass ich schweige, zahlen Sie 250 Mark. Ist das klar? Was? Ich weiß über alles Bescheid. Soll ich Sie der Polizei melden? Ja, Sie. Ich weiß, Sie sind vernünftig. Aber also. Ja. Wann ist denn das Gespräch registriert worden? Gerade eben, vor einer Viertelstunde. Mhm. Lassen Sie nochmal zurücklaufen. Ja. Na also, ich habe doch recht gehabt. Es war nicht der Neffe von der Frau Fink. Es war auch kein anderer. Sie selber war's. Ach, meinen Sie? Ja, natürlich. Weil sie einsam ist, die alte Frau. Wie sind Sie bloß darauf gekommen, Herr Wanninger? Ja, ein bisschen ein Hirn braucht man schon dazu. Ja. Herr Wanninger, tun Sie mir gefallen, hören Sie sich mal das Band an. Und dann sprechen wir uns wieder. Wenn Sie wollen, dass ich schweige, zahlen Sie 250 Mark. Ist das klar? Ha ha!
Komm. Was hast du da eben weggenommen? Gib das mal her. Na? Weißt du, was du da gemacht hast? Du hast die alte Frau erpresst. Weißt du, was das bedeutet? Das war doch bloß, weil ich ein neues Fahrrad brauche. Was hast du damit gemeint? Du würdest Frau Fink der Polizei verraten? Das hast du auch am Telefon zu ihr gesagt. Hm? Weil es doch selber war. Mit dem Graubrief. Der alten Zeitung. Ja, du bist ja ein ganz Schlauer. Ich hab's doch gesehen. Was? In der Illustrierten. Vor ihrem Haus. Da stand's doch drin. Mit den rot unterstrichenen Wörtern. Und so. Aha. Ja. Ja, ist gut. Ich sag's dem Herrn Weininger. Also, bis gleich. Was ist denn los? Wir sollten zur Frau Fink kommen, sagt der Kettwig. Er ist mit dem Buben dort. Das geht mich eigentlich nichts an, aber warum kommt er denn nicht her? Ja, er meint, ob wir es in dem besonderen Fall vielleicht nicht anders lösen könnten. Weniger dienstlich halt nicht, wegen der Frau Fink. Ach so. Na, also, dann gehen wir halt. Ja, grüß Gott, Herr Weininger. Grüß Gott. Seid ihr auch mal wieder da? Nein, ich geh schon wieder. Bitte. Wo ist denn das Bier schon? Drinnen im Wohnzimmer bei Ihrem Kollegen. Aber bitte tun Sie ihm nichts. An allem bin ja nur ich schuld. Ja, Frau Fink, da haben Sie nicht ganz Unrecht. Die Kalamitäten, in die Sie uns gestürzt haben. Jetzt, wenn ich dürfte, wie ich möchte. Solche Wasser. Na, die Lösung wollen wir doch lieber ausschließen. Und ja, auch die Sache sollten wir unter uns regeln. Wir brauchen ja nicht die Gerichte einzuschalten. Ne? Ja, aber so tun, wie wenn nichts gewesen wäre, das geht nicht. Nein. Strafe muss schon sein. Das finden Sie auch, Frau Fink, nicht wahr? Ja, ich habe mir gedacht, ich zahle 500 Mark für einen guten Zweck. Das lasse ich mir gefallen. Mhm. Was ist mit unserem Lausbaum da? Hä? Na, wie wär's denn, wenn er einen Monat lang die Besorgung für die alten Leute hier in der Umgebung macht? Hm? Mir ist alles recht. Na also, dann mach, dass du nach Hause kommst, oder schnell. Dankeschön, wiedersehen. Aber nicht dienstlich. Ich hab den Eindruck, hier passt was nicht. Na wo? Bist du sauer? Wegen dem Flickinger. Ja. Ich wette mit dir, 1000%ig hat der Dreck am Stecken. Schon möglich, Fröschel, aber sowas sollte man halt beweisen können. Ach, ich bin ja so froh, dass die Sache noch einigermaßen glimpflich abgelaufen ist. Ja, darf ich die Herren jetzt zu einem Glas Wein einladen? Nein, danke. Danke, ja. Aber ich bleib lieber beim Bier. Wie mein Alfons.